Hallo bei Bildner TV und einem weiteren Video zur tollen Bildbearbeitungs- und RAW-Entwicklungssoftware PhotoLab 4 von DxO. In einem ersten Video hatte ich euch ja schon die Arbeitsoberfläche, die Grundprinzipien von PhotoLab 4 nähergebracht, wie man mit dem Programm arbeitet. Jetzt in diesem Video geht es um zwei spezielle Themenbereiche, nämlich einerseits die optischen Module, welche die Grundlage für eine wirklich hervorragende automatische Korrektur von Fotos sind anhand der Metadaten, Kamera und Objektiv. Und es geht um die Rauschreduzierung und das ist wirklich ein herausragendes Merkmal von PhotoLab 4, dass die Software auch absetzt von Konkurrenz- oder Mitbewerbersoftware Lightroom und Capture One. Hi, mein Name ist Christian Haas und ich freue mich, euch bei Bildner TV begrüßen zu dürfen, eurem Kanal mit praktischen Tipps zum digitalen Leben. Wie gesagt, heute geht es um PhotoLab 4. Ich möchte euch aber noch kurz einen Tipp geben. Wir haben ja schon zu PhotoLab 4 ein anderes Video gemacht. Schaut in unseren Playlists nach. Da findet ihr auch Videos zu den NIC-Filtern, die ja auch aus dem Hause DxO kommen. Da geht es dann um Porträts und um Landschaften, wie man mit den NIC-Filtern diese beiden Fotogenres bearbeitet. Und noch ein Tipp, wenn ihr mehr wissen wollt über Software, über PhotoLab 4, über die NIC-Filter, über andere Arten von Software, über Kamerathemen, lasst uns einen Kommentar da. Wir schauen uns eure Kommentare gerne an und nehmen eure Anregungen auch gerne auf, um neue Videos zu produzieren. Also wir gehen auch direkt auf eure Wünsche ein, wenn ihr jetzt sagt, wir wollen jetzt zu dieser Kamera oder zu dieser Software was haben. Das schauen wir uns an, ob wir das realisieren können und machen das dann natürlich auch gerne. Und wenn ihr schon einen Kommentar dagelassen habt, dann habe ich noch eine gute Nachricht für euch. Denn jeder Kommentar, der bei uns auftaucht, also jede Person, die einen Kommentar da lässt, nimmt an einer wöchentlichen Verlosung teil, die wir hier bei Bildner TV seit einiger Zeit machen, um uns bei euch zu bedanken. Also, Kommentar da lassen, ihr nehmt an einer wöchentlichen Verlosung teil und könnt, wenn ihr gezogen werdet, euch ein Buch aus dem Bildner Verlag aussuchen. Jetzt aber rüber zu meinem Arbeitsplatz und da zeige ich euch, was es mit den optischen Modulen auf sich hat, wie man die installiert, wie man die verwendet und ich zeige euch, wie man mit PhotoLab 4 Rauschreduzierung per Mausklick hinkriegt. Okay, starten wir mal DxO PhotoLab 4. Wer das erste Video schon gesehen hat, weiß, dass ich hier mit einer Testversion arbeite. Die kann ich jedem empfehlen, der auf der Suche ist oder auch mal über den Tellerrand blicken möchte, jenseits von Adobe Lightroom oder auch Capture One. Probiert die Testversion von DxO PhotoLab 4 aus. Ich kann euch nur sagen, in mancherlei Hinsicht ist dieses Programm ein echter Augenöffner. Also mir gefällt es jetzt nach ein paar Tagen Arbeit damit wirklich ausgezeichnet. Die automatischen Korrekturen sind fantastisch. Der Workflow ist ganz toll, wenn man nicht gerade riesige Bildmengen zu organisieren hat. Es ist keine Datenbank, es ist ein Fotobearbeitungsprogramm und eben spezialisiert auf automatische Korrekturen gerade von RAW-Dateien. Also wenn ihr auf der Suche nach bester Bildqualität seid, gebt PhotoLab 4 einfach mal eine Chance. So, wie gesagt, wenn ihr die Grundlagen von PhotoLab 4 erfahren möchtet, verweise ich aufs erste Video. Es geht vor allem darum, dass man seine Kamera-Objektiv-Kombinationen kennt und dementsprechend Module für die automatischen Korrekturen hier in DxO PhotoLab 4 einlädt. Das heißt, sobald ich hier ein neues Foto öffne mit einer bisher unbekannten Kamera-Objektiv-Kombination, schlägt DxO PhotoLab 4 vor, ein entsprechendes Modul runterzuladen für die automatischen Objektivkorrekturen. Das geht ganz, ganz einfach, geht super schnell und ist wirklich sehr hilfreich bei automatischen Korrekturen. Ihr seht hier, ich habe jetzt hier mal ein Verzeichnis geöffnet mit diversen Bildern. Hier sind so kleine Symbole zu sehen und hier steht, wenn hier ein Ausrufezeichen ist, kein optisches DxO-Modul für dieses Bild vorhanden. Das bedeutet, diese Kombination aus Kamera und Objektiv kennt DxO entweder nicht oder, jetzt wie in diesem Fall, in den Metadaten. Ich bleibe mal mit der Maus hier drüber, dann seht ihr, die Metadaten geben jetzt keine Informationen darüber, mit welcher Kamera und welchem Objektiv aufgenommen wurde. Dann ist eine automatische Korrektur natürlich auch nicht möglich.
Wenn ihr mit RAW-Daten arbeitet, egal von welchem Hersteller, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass DxO diese automatischen Korrekturen ausführen kann über entsprechende Module mit ein paar Einschränkungen. Also ich arbeite normalerweise mit Fuji-Kameras, die eigentlich, soweit ich das gesehen habe, im Großen und Ganzen unterstützt werden. Aber das Problem der X-Trans-Sensor, jetzt zum Beispiel der aktuellen, also zurzeit aktuellen XT4, wird nicht unterstützt, da das Pattern, das Mosaik-Pattern auf dem Sensor nicht dem üblichen Bayer-Mosaik entspricht und DxO selber sagt, sie sind im Moment nicht in der Lage, perfekte Qualität aus diesen Sensordaten einer XT4 von Fuji rauszuholen. Dann kriegt man eine Information, einen Hinweis, diese Kamera-Objektiv-Kombination wird nicht unterstützt und im schlimmsten Fall wird zum Beispiel, ich zeige euch das mal hier an einem Beispiel, hier haben wir Aufnahmen, die wurden jetzt mit einer XT3 sogar aufgenommen. Schauen wir uns die Metadaten, nein, mit einer XH1 wurden die aufgenommen. Die erkennt, also diese Kamera-Objektiv-Kombination kennt die DxO PhotoLab 4 nicht und ich kann mit diesem Bild dann tatsächlich gar nichts anfangen. Langer Rede, kurzer Sinn, erkundigt euch vorher, ob eure RAW-Files von die DxO PhotoLab 4 unterstützt werden. Falls nicht, müsstet ihr in JPEG arbeiten, allerdings dann ist die Power, die DxO PhotoLab 4 bietet, tatsächlich nicht so, nicht so nutzbar. Ihr könnt euch sicher vorstellen, dass PhotoLab 4 über die optischen Module und die Rauschreduzierung hinaus noch etliche Funktionen hat, die euch das Leben als Fotografen und Fotografinnen erleichtern. Deswegen, ich empfehle euch einen Blick ins Buch zu PhotoLab 4 von DxO, das Michael Gradias, ein erfahrener Fotograf und Autor, geschrieben hat und hier beim Bildner Verlag erschienen ist. Der Link zu unserem Online-Shop steht hier unterhalb des Videos. Im Shop findet ihr das Buch natürlich in gedruckter Version, aber auch als E-Book sowie als Bundle aus E-Book und gedrucktem Buch. Mit dem E-Book, das ihr downloaden könnt, könnt ihr dann sofort loslegen, die PhotoLab 4 zu entdecken. Ich suche mir jetzt hier RAW-Dateien, die unterstützt werden. Ich habe hier Canon RAW-Daten mit einem entsprechenden Objektiv. Und ich möchte euch jetzt zeigen, wie man die Rauschreduzierung anwendet. Diese Aufnahme hier, ich gehe hier nochmal aufs Thumbnail und blende mir die Metadaten ein. Diese Aufnahme wurde mit ISO 1000 gemacht. Okay, schauen wir uns jetzt mal dieses Bild hier im Bearbeiten-Modul an und kümmern uns um die Rauschreduzierung, die wirklich ein essentieller Bestandteil von PhotoLab 4 ist, die hervorragend funktioniert. Okay, ich befinde mich jetzt hier im Bereich der Detailkorrekturen, Details. Ich habe hier noch andere Bereiche, Belichtung, Farben, Geometrie und so weiter, aber ich bleibe jetzt hier im Bereich Details, um euch die Rauschreduzierung zu präsentieren. Ich klicke hier oben mal auf den Button vergleichen, habe dann eine Vorher-Nachher-Ansicht und klicke jetzt hier doppelt, um mir eine 100% Ansicht vorzuholen. Ihr seht schon, das Rauschen ist hier relativ stark. Ich habe starkes Luminanzrauschen, Farbrauschen und das möchte ich eben jetzt bekämpfen. Da kann ich jetzt hier im Bereich DxO, Denoising Technologies auf HQ klicken. Das ist eine High-Quality-Rauschreduzierung, die praktisch auf Klick funktioniert, die automatisch funktionieren kann. Wenn ich hier diesen kleinen Zauberstab anklicke, funktioniert also die Rauschreduzierung schon relativ gut automatisch. Was ich jetzt, ich empfinde das jetzt hier als ein bisschen zu matschig. Mir fehlt hier ein bisschen die Detaildarstellung. Jetzt probieren wir es einfach mal mit einem der beiden anderen Module bzw. Funktionen aus. Prime. Auch hier Rauschreduzierung super. Sehr fein. Es bleiben Details übrig. Und jetzt probieren wir noch Deep Prime aus. Das ist eine Art künstliche Intelligenz, eine Art Rauschreduzierung, die ein Bild noch tiefer gehender analysiert und dabei Details hervorholt, die über die normale Rauschreduzierung sonst verloren gingen. Also man sieht hier schon, die Ergebnisse sind klasse. Die sind, wenn man hier den Schieberegler noch verändert, man kann auch manuell hier noch ein bisschen eingreifen. Man hat hier wirklich super Möglichkeiten, mit einem Klick
eine Rauschreduzierung vorzunehmen, die so in anderen Programmen, also ich arbeite auch mit Lightroom und auch mit Capture One, die also auf diese Weise bei anderen nicht so funktioniert. Die Rauschreduzierung hier allein ist schon ein Modul, wo ich sage, okay, da sollte man DxO PhotoLab 4 eine Chance geben. Und man hat hier wirklich tolle Möglichkeiten, auch High-ISO-Aufnahmen zu korrigieren. Schauen wir mal, was wir hier sonst noch an Bildern haben. Hier haben wir eine Aufnahme mit ISO 2000. Die Originalaufnahme, man sieht schon, die ist extrem verrauscht mit ISO 2000. Das heißt extrem, es ist immer noch im Rahmen, aber man sieht das Bildrauschen hier deutlich. Und wenn ich jetzt hier über die High-Quality-Rauschreduzierung gehe, habe ich schon sehr gute Ergebnisse. Und mit Deep Prime wird es noch mal ein bisschen besser. Es sind natürlich, erwartet jetzt hier keine Aha-Wunder oder Wow-Wunder. Das sind Feinheiten, das sind Details, die rausgearbeitet werden, auf die man achten muss, die aber letztendlich gerade bei größeren Drucken doch den Ausschlag geben und einfach eine Feinheit und eine Detailwiedergabe bringen, die man mit anderen Programmen so nicht erzielen kann. Objektivschärfe, da kann man nochmal jetzt direkt, ja, seht euch das an, man kann hier direkt nochmal ein bisschen Schärfe ins Bild geben, ohne dabei das Rauschen nochmal zu verstärken. Man hat ein Reparieren-Werkzeug, das ist eine Art Healing Brush. Man hat ein rote Augenwerkzeug und dann letztendlich nochmal eine Unscharfmaskierung, die immer am Ende einer Bildbearbeitung steht. Man sieht schon, hier ist ein bisschen viel Schärfe jetzt gerade reingekommen, auch über die Objektivschärfe. Also da war jetzt tatsächlich ein bisschen viel, da muss man aufpassen. Aber letztendlich, um dem Bild zum Schluss nochmal den letzten Kick zu geben, Objektivschärfe, Unschärfemaskierung, dann hat man nochmal Zugriff auf eine Detailverarbeitung, die dann allerdings abhängig sein kann von der Druckgröße. Das heißt, also ganz einfach ausgedrückt, je größer die Druckgröße, desto härter kann man schärfen. Aber das ist eine Erfahrungssache, das würde jetzt hier zu weit führen, da tiefer einzusteigen. So, das war jetzt unser Überblick über die beiden Funktionsbereiche optische Module und Rauschreduzierung in PhotoLab 4. Wie schon gesagt, wenn ihr noch mehr über die Software erfahren möchtet, lasst uns einfach einen Kommentar da. Wir schauen, ob wir da noch weitere Themen zu realisieren können. Würden wir gerne machen. Wenn ihr spezielle Wünsche habt, lasst uns einen Kommentar da. Und wie gesagt, über den Kommentar nehmt ihr an unserer wöchentlichen Verlosung teil und ihr könnt ein Buch aus dem Bildner Verlag gewinnen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns hier bei BildTV bald wieder begrüßen. Bis dahin, seid kreativ, habt Spaß mit Kamera und Bildbearbeitung und ganz wichtig, bleibt gesund. Bis dann, ciao.